Live. Domian. Das 1 Live Talk Radio. 0800 220 5050. Domian. Im WDR Fernsehen und bei 1 Live. 0800 220 5050. So, meine Lieben, schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Wir haben heute Nacht ein Thema und das Thema heißt, das ist die letzte Chance. Ich möchte gerne mit Menschen sprechen, die eine letzte Chance bekommen haben. Oder mit Menschen, die jemand anderem eine letzte Chance gegeben haben. Oder auch mit Leuten, die sich sozusagen in ihrer letzten Chance befinden. Aufgrund einer sehr schweren Erkrankung oder aufgrund einer angespannten und heiklen beruflichen Situation vielleicht. Also, das ist die letzte Chance, unser Thema heute Nacht. Und wenn ihr gerne mit mir über diese letzte Chance sprechen wollt, dann ruft an, Telefonnummer 0800 220 5050 oder mailt unter domian@wdr.de. Laura ist meine erste Anruferin heute Nacht. Und Hallo Laura, und du bist 24 Jahre alt. Genau, ja. Ich rufe aber nicht für mich an, sondern für meine vierjährige Tochter Fiona. Ja. Fiona ist vor 2 Jahren an Leukämie erkrankt, wurde jetzt auch mit Chemotherapie und allem behandelt und sie hat noch eine Chance und das ist die Knochenmarkspende, also Transplantation. Mein Knochenmark passt nicht. Der Einzige, der ihr diese Chance geben kann, ist ihr leiblicher Vater und der will nicht. Der will nicht? Nein. Warum will er nicht? Ihr leiblicher Vater will nicht? Er will nicht. Dazu muss ich sagen, Fiona ist gezeugt worden in einer Lückenbeziehung, so gesehen. In einer Lückenbeziehung? Ja. Was heißt das? Er hat sich von seiner damals Freundin getrennt. Ja. Nach einem halben Jahr sind wir beide zusammengekommen. Fiona wurde in der Zeit gezeugt. Und wir haben uns nun getrennt, weil er wieder mit seiner Freundin zusammengekommen ist. Aber als das Kind gezeugt wurde, wart ihr zusammen? Da waren wir zusammen. Ja. Ja, wir haben nun das Problem, dass er halt seiner Frau, also jetzt Frau, erzählt hat, er hätte die ganzen 2 Jahre nur an sie gedacht, es hätte keine andere Frau gegeben, gedanklich war er nur bei ihr. Deswegen soll Fiona ein Geheimnis bleiben. Das heißt, er hat mir damals zur Abfindung für Fiona ein sehr gutes Unterhaltsgeld gezahlt. Das zahlt er bis heute. Und seine Ex-Frau und jetzige Partnerin wieder weiß nichts von der Kleinen? Nein. Bis heute nicht? Bis heute nicht. Er zahlt den Unterhalt regelmäßig. Kümmert er sich dann auch ein bisschen um das Kind? Kommt das schon? Nein. Er hat sie ein einziges Mal gesehen. So, jetzt ist das Kind seit 2 Jahren so schwer erkrankt. Ja. Wann hast du ihm denn zum ersten Mal gesagt, hier, pass auf, das Kind ist ganz krank? Das habe ich ihm ein halbes Jahr, nachdem die Erkrankung festgestellt wurde, habe ich ihm das erste Mal erzählt. Da haben wir uns zufällig beim Einkaufen getroffen. Da habe ich ihm das erzählt. Er hat dem Kind keinen einzigen Blick zugesendet. Da war das Kind dabei? Ja. Und wie ist denn nun herausgekommen, dass er, das ist ja ein bisschen kompliziert, das genau zu bestimmen, dass er der Spender wäre, der dem Kind helfen könnte? Ich habe mich testen lassen, selbstverständlich, genauso wie meine ganze Familie und wir kommen alle nicht in Frage. Daraufhin habe ich mich bei ihm gemeldet und habe gesagt, er muss sich typisieren lassen. Er muss Fiona helfen. Und er hat sich typisieren lassen? Er hat es dann gemacht, aber nur, weil er an der Vaterschaft zweifelt. Und er wollte mir zeigen, dass er eine ganz andere Blutgruppe hat als Fiona. Und hat es daher gemacht, um mir zu zeigen, dass er nicht der Vater ist. Den Vaterschaftstest wollte er nicht, das war ihm zu teuer. Ja. Und da ja nun diese Erkrankung ist, konnte er das auf dem Wege machen. Das Ganze wurde ausgewertet und die Blutgruppen stimmen überein. So, nun sollen natürlich weitere Teste folgen. Ja. Da stimmt er aber nicht zu, weil seine Frau dann ja mitkriegen würde, dass da was am Laufen ist. Zumindest ab dem Zeitpunkt, wo feststeht, dass er die Knochenmarkspende. Ich verstehe, das ist alles nicht so einfach. Es reicht eben nicht nur die Blutgruppe aus, sondern da müssen auch viele andere Dinge zueinander kommen und man muss viel machen. Das würde auch für ihn bedeuten, dass er unter Umständen vielleicht mal ein paar Tage in einem Krankenhaus wäre. Genau. Oder? Ne, soweit ich informiert bin. Ich weiß nicht, so ganz genau weiß ich es nicht, aber es ist nicht so ganz einfach. Nein. So. Im Klartext heißt das, dass er, um die Lüge aufrechtzuerhalten, sein eigenes Kind sterben lassen will. Ja. Ihn hat Fiona nie interessiert.
Wie geht es dem Kind denn im Moment? Im Moment relativ gut. Ich habe sie momentan auch zu Hause. Mhm. Wir sind zwar jeden zweiten Tag im Krankenhaus, aber sie können im Moment für Fiona nichts tun. Mhm. Die Chemotherapie ist gelaufen. Ja. Nun stell ich mir vor, das haut ja schon erwachsene Leute extrem um, eine Chemotherapie. Ja. Wie ist das denn bei so einem kleinen Kind? Denen geht's ganz dreckig. Mhm. Also noch schlimmer als den Erwachsenen. Wie macht sich dieses sehr schlimme Befinden sichtbar? Wie kriegst du das mit bei deinem Kind? Fiona ist extrem untergewichtig, weil sie sich halt oft übergeben muss. Mhm. Und halt auch nicht essen kann, nicht essen mag. Und daran merkt man es halt bei ihr extrem, dieses Untergewicht und dieses ständige Übergeben. Und also ist während der Chemo dauerhaft krank. Ja. Das heißt, wenn ich sie jetzt sehen würde, würde ich auch denken, oh je, das ist wirklich ein sehr krankes Kind. Das sieht man ihr an. Momentan, wenn ich ihr eine Mütze aufsetzen würde, würdest du denken, ich lasse mein Kind verhungern. Mhm. Weil man es ihr, abgesehen von dem, halt, dass die Haare abrasiert sind, momentan nicht ansieht. Ja. Wenn es jetzt keine Hilfe gibt, wenn es keinen Knochenmarkspender gibt, das heißt, das Kind wird sterben. Dann hätte sie vielleicht noch ein Jahr. Mhm. Sie würde wahrscheinlich ihren 5. Geburtstag nicht mehr erleben. Wenn aber jetzt ein Spender da wäre, wie groß sind dann die Überlebenschancen? Bei ihrem momentanen Befinden 75%. 75%? Ja. Immerhin. Das ist Hat sich doch sehr hoch angesetzt. Sehr hoch, ja. Wirklich sehr hoch. Wie oft hast du jetzt mit dem Erzeuger von deinem Mädchen darüber gesprochen und auch eindringlich gesprochen? Ich rufe ihn fast täglich an. Ich bin mittlerweile so weit, dass ich seine Frau anrufen will und ihr von Fiona erzählen will. Mhm. Weil seine Frau ist Erzieherin von Beruf. Mhm. Und sie würde es dann mit Sicherheit verstehen. Wahrscheinlich würde die Ehe damit beendet sein, weil wer lässt sich gerne über 4 Jahre anlügen? Ja. Weiß er, dass du in diese Richtung denkst? Ich hab's ihm gesagt, ja. Hat das eine Wirkung gehabt? Nur insoweit, dass er sagt, wenn ich das mache, wird er sich trotzdem nicht bereitstellen, weil ich ihm sein Leben zerstört habe. Aber darauf, dass ich ihm sage, er zerstört Fionas Leben, das ist ihm egal. Ist das schauderhaft? Ja. Ist das schauderhaft? Und es interessiert ihn wirklich überhaupt nicht. Die Kleine, die ist so tapfer, die macht das alles mit. Und es interessiert ihn überhaupt nicht. Und du hast den Eindruck, dass da auch nicht ansatzweise ein Mitgefühl ist, ein schlechtes Gewissen ist, gar nichts. Doch, ich hatte es. Fiona wurden erst vor ein paar Monaten wieder die Haare abrasiert, weil sie zu extrem ausgefallen sind. Und sie war also sehr am Weinen, weil ihre Haare sind ihr heilig gewesen. Und irgendwann guckte sie mich dann an, lächelte mich an und sagte, Mama, meine Haare habe ich zwar verloren, aber mein Lachen, das habe ich behalten. Das hat das kleine Mädchen gesagt? Von einer damals 3-Jährigen. Sie war fast 4. Wahnsinn. Das habe ich ihm erzählt. Da hatte er Tränen in den Augen, aber sonst bleibt er kalt. Er will seine Söhne nicht verlieren. Er hat noch 2 gesunde Söhne. Mhm. Mit der jetzigen Partnerin? Genau. Ja. So, gibt es denn nicht irgendeine andere Möglichkeit, einen passenden Spender zu finden? Muss es denn unbedingt er sein? Sie hat zwar keine sonderlich seltene Blutgruppe, aber alle, die bisher in Betracht gekommen wären, passen nicht. Es wurden schon wirklich welche gefunden, wo die Blutgruppe zwar übereinstimmte, aber bei weiteren Tests sich dann bestätigt hat, dass es nicht passt. Läuft denn jetzt parallel, laufen denn Aktionen, du kannst ja nicht endlos auf diesen Typ warten, laufen denn parallel Aktionen über das Krankenhaus, über einen entsprechenden Spender zu finden, das schon? Ja. Das heißt also, wenn das Glück groß ist, dann könnte morgen das Telefon klingeln und sagen, wir haben einen. Genau, dann müsste ich praktisch, wenn es morgen klingelt, mit ihr ins Krankenhaus. Mhm. Weil die Chance halt von Tag zu Tag praktisch kleiner wird, dass sie es schafft. Wie denkst du denn jetzt weiter vorzugehen mit deinem Ex, beziehungsweise auch mit dessen Partnerin? Wie gesagt, ich werde auf jeden Fall, wenn es überhaupt nicht anders geht, werde ich zu seiner Partnerin hingehen, werde mit ihr reden, weil ich denke, sie wird es verstehen, sie ist Erzieherin, sie liebt Kinder. Ja. Ich glaube nicht, dass sie ein Kind so leiden sehen kann. Ja. Und du hast die Hoffnung, dass dann auch ihr Verantwortungsbewusstsein in Kraft tritt und sie ihn auch noch drängt, dann das zu machen. Ja, dass sie zumindest an die Vernunft appellieren kann. Mhm.
Ja. Weil, was soll's, diese 4 Jahre hat die Ehe trotzdem gut geklappt. Fiona muss ihren Vater meinetwegen danach nie wiedersehen. Ja, ja. Aber er soll ihr helfen. Ja. Ich muss dir ehrlich sagen, dass ich diesen Schritt auch für gerechtfertigt halte. In Anbetracht dessen, dass das Leben des Kindes daran hängt und er so ein schwaches und verlogenes und jämmerliches Bild abgibt, dass einem wirklich die Haare zu Berge stehen, wenn man das hört. Dass man es eigentlich gar nicht glauben kann. Es ist sein Kind. Es ist sein Kind. Ne? Das muss man sich ja immer wieder vor Augen halten. Ja, eigentlich schon. Für so kalt hätte ich ihn noch nie gehalten. Aber dann musst du ja letztendlich, du sagst, jeder Tag, der vergeht, ist ein verlorener Tag quasi. Das heißt, du musst dann ja so eigentlich bald mit der Frau sprechen. Ja. Oder ihm das nochmal vielleicht androhen, ihm sagen, wenn das jetzt nicht wirklich, dann rede ich morgen mit ihr oder so. Ich bin halt wirklich mit mir am Kämpfen, weil ich bin da wirklich zerrissen, weil ich denke auf einer Seite, er hat 2 Söhne, die über alles und... Ja, ich aber will nicht, dass die auch ohne Vater aufwachsen und ich würde nie wissen, ich weiß es nicht, vielleicht selbst wenn er spendet, kann es sein, dass Fiona nicht überlebt, aber weil es ist keine hundertprozentige Heilungschance in sich. Ja. Aber dennoch besteht dadurch vielleicht die ganz große Chance, dass das Kind überlebt. Ja, das ist Und vielleicht, wenn du sagst, vielleicht kann man ja auch hoffen, dass die Frau auch mit einer Größe an dieses Problem herangeht und ihr Mann vielleicht nicht verlässt, obwohl da natürlich auch eine schwere Lüge auf deren Beziehung liegt, wenn das alles rauskommt. Ja, natürlich. Aber wie auch immer und was auch immer. Ich sage aber wie auch immer und was auch immer, aber es geht jetzt um das Kind, dass das lebt. Ja, es geht erstmal, in erster Linie geht es erstmal um das Leben eines Menschen. Ja. Das andere ist auch schwierig und kompliziert, sehe ich ein, und da macht man sich seine Gedanken, aber das Leben des Kindes finde ich an allererster Stelle. Ja, natürlich. So, jetzt hoffe ich, ich hoffe jetzt mal parallel, dass vielleicht sich doch noch ganz schnell etwas tut von einem anonymen Spender. Und ich hoffe generell, dass deinem Kind geholfen wird, Laura. Ich hoffe es generell, doch. Wirklich von Herzen. Alles Gute wünsche ich dir. Dankeschön, ich dir auch. Auf Wiederhören. Das ist die letzte Chance, heißt unser Thema. Wenn ihr in einer Situation seid, dass ihr sagt, ich empfinde für mich eine letzte Chance oder ich habe jemand anderem eine letzte Chance gegeben, oder ihr selbst vielleicht sehr krank seid, dass auch ihr sagt, wenn ich das jetzt nicht tue oder wenn ich nicht die Behandlung bekomme, das ist meine letzte Chance, dann besteht höchste Gefahr, vielleicht höchste Lebensgefahr. Wenn ihr mir davon erzählen wollt, ruft mich an. Telefonnummer 0800 220 5050 oder mailt unter domian@wdr.de. Und wenn ihr mailt, bitte schreibt die Telefonnummer unbedingt drauf. Das wird immer wieder vergessen. Peter, 42. Hallo Peter. Hallo Peter. Ja, hallo Domian. Ja. Ich grüße dich. Zuerst möchte ich meiner Vorgängerin sagen, dass ich für ihre Tochter, für die Fiona, alles Gute wünsche. Das ist ja nett von dir. Ist mir sehr, sehr aufgegangen. Mhm. Das Thema heißt, das ist die letzte Chance. Ja, es ist so, dass meine letzte Chance, ich muss vorne anfangen, es ist so, dass ich schwul bin, aber verheiratet bin, seit 17 Jahren. Mhm. Kinder? Eine Tochter habe. Wie alt ist die? 10. 17 Jahre bzw. 20 Jahre ein Leben geführt habe, was eigentlich nicht mein Leben ist. Mhm. Vor einem Jahr jemanden kennengelernt habe, in den ich mich sehr verliebt habe, also einen Mann kennengelernt. Vor einem Jahr? Vor einem Jahr, ja. Ja. Und wir haben ein sehr schönes Jahr mehr oder weniger miteinander verbracht. Ohne dass deine Frau etwas weiß? Ohne dass sie etwas mitbekommen hat. Ich das Ganze als ein Doppelleben, in einer Lüge, was manchmal nicht ganz einfach war, aber es hat geklappt und jetzt hat sich also mein Freund die Pistole auf die Brust gesetzt, gesagt, entweder ich oder deine Familie. So, und das Trennen von der Familie, okay, Trennen von der Frau, überhaupt kein Problem, aber halt das Trennen von der Tochter, da habe ich panische Angst vor. Also, dein Freund hat jetzt gesagt, so geht das nicht weiter. Ich will nicht irgendwie geheim mit dir eine Beziehung führen, ich will dich richtig oder gar nicht. Genau so ist es. Und wenn, dann setz dich auf deinen Hintern und bestehe zu dir. So in der Richtung hat das dir gesagt. Genau so, ja. Wie alt ist dein Freund? 41. Ist es für ihn auch die erste Beziehung zu einem Mann? Nein. Er hat schon mehrere Beziehungen gehabt. Ja. Langjährige Beziehungen. Ahnt deine Frau in irgendeiner Weise, dass irgendwas nicht stimmt? Nein, überhaupt nicht. Du hast gerade gesagt,
um die Frau letztendlich oder um die Ehe wäre es nicht schade, wenn ich mich trennen würde. Ich habe nur Sorge wegen des Kindes. Wie ist denn die Beziehung? Wie ist die Ehe zwischen dir und deiner Frau? Ich will nicht sagen, dass es da nicht schade drum wäre. Wir führen eine sehr, 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 sehr gute Beziehung, aber eine freundschaftliche Beziehung. Also da spielt seit langer, langer Zeit schon kein Sex mehr die Rolle. Seit wie langer Zeit? Fast 2 Jahre. Mhm. Naja, das geht ja noch. Ich dachte, ich hatte jetzt schon vermutet, dass es noch länger ist. Nein. Aber auch in der Vergangenheit, also davor, also wirklich höchst selten. Mhm. Und wie geht sie damit um? Würde sie gerne ab und zu mit dir schlafen und weißt du sie ab oder wie läuft das bei euch? Ich glaube schon, aber ich weiß nicht, wie sie damit umgeht. Ich weiß es wirklich nicht. Ihr sprecht nicht darüber? Wir sprechen da nicht drüber. Mhm. Du bist 42, habe ich gerade gesagt. Ja. Seit einem Jahr hast du nun diese Beziehung zu einem Mann. Seit wann hast du das so gespürt, dass auch noch etwas anderes in dir lebt? Eine nicht ausgelebte Seite? Das weiß ich eigentlich seit meinem 17. Lebensjahr. So lange schon? Ja. Wie kommt es, dass du dann so lange gewartet hast damit? Tja, weil ich mich eigentlich nicht getraut habe, mir selber einzugestehen, dass ich halt schwul bin. Das ist auch niemals vorher irgendetwas, eine Kleinigkeit, mal so an Erfahrung gelaufen, gar nicht. Doch. Das schon. Das schon. Auch während der Ehe? Auch während der Ehe, ja. Ach so. Aber keine Verliebtheit zu einem Mann? Nein. Es gab nur Sex immer wieder mal mit Männern? Genau. Oft eigentlich? Nee, oft kann man nicht sagen. Also anonymen Sex hin und wieder mal? Genau. Mhm. Über 17 Jahre lang. Und ich sag mal, so sollte das mit der letzten Beziehung, also mit meinem Freund jetzt eigentlich auch sein. Aber da ist halt wirklich eine große Liebe draus geworden. Mhm. Weißt du, Peter, nach 17 Jahren sich verstecken und nach 17 Jahren Lüge eigentlich, die du da erlebst, kannst du dankbar sein, dass du jetzt auf einen Typ gestoßen bist, der dir ein bisschen Feuer unter dem Hintern macht. Ja, das finde ich aber schon. Ich finde, dein Freund hat vollkommen recht. Vollkommen recht zu sagen, so geht es nicht. Ja, natürlich, ich gebe ihm ja auch recht. Wenn der das jetzt nicht so sagen würde, würdest du das noch weiter jahrelang so laufen lassen? Ich weiß es nicht. Ich glaube ja, ich weiß es aber nicht genau. Ich möchte mich ja gern voll und ganz für ihn entscheiden. Aber ja, natürlich ist es halt natürlich. Ja, natürlich. Ja, natürlich. Aber was meinst du, Angst, dass für sie das Leben halt dann zusammenbricht. Ne? Das ist meine größte Sorge. Aber was meinst du, wie viel schwule Väter es gibt, die dann auch irgendwann diesen Weg gehen und sich aus der Familie rausgelöst haben, aber dennoch ein gutes, sehr gutes Verhältnis zu ihren Kindern haben und im Nachhinein hochglücklich sind, dass sie ein ehrliches Leben führen. Und die Kinder es irgendwann auch sehr verstehen und auch achten und respektieren, so einen Weg gegangen zu sein. Wenn es auch vielleicht im ersten Moment für das Kind schwierig ist und kompliziert. Aber es wird die Zeit kommen, wo ein Mädchen ist das, ne, sagst du? Mhm. Wo das Mädchen das versteht und wird sagen, okay, das musste er machen damals. Vielleicht hätte er es sogar schon früher machen müssen. Aber er musste es machen. Ja. Ich stelle es mir natürlich auch sehr schwierig für deine Frau. Sie wird dir natürlich Fragen stellen. Sie wird dir Fragen stellen, wie lange läuft das? Ja, sie wird dir auch Fragen stellen, so wie ich es dich auch gerade gefragt habe. Ja, gut, ein Jahr bist du mit dem jetzt zusammen. Was war denn vorher? Da bricht für die natürlich auch eine ganze Ehezeit zusammen, wenn du ihr das alles erzählst, dass du immer ab und zu Sex hattest mit Männern. Das ist natürlich auch ein Drama. Ja, das ist wirklich. Vielleicht solltest du auch, in diesen Fällen neige ich ja immer dazu, auch für die Unwahrheit zu plädieren, um einfach den Partner, in diesem Fall jetzt auch deine Frau, nicht zu sehr zu verletzen. Es ist schon schlimm genug, wenn du ihr sagst, ich bin seit einem Jahr mit einem Typ zusammen. Vielleicht solltest du sie schonen und ihr zumindest nicht erzählen, dass du die ganze Ehe über ab und zu Sex mit Männern hattest. Ich weiß das nicht. Ich bin mir da mit mir uneins. Es tut mir einfach so leid für die Frau. Weil das ist ein großer Teil ihres Lebens, was irgendwie beschmutzt dadurch ist. Weil mit, aber du müsstest jetzt zumindest richtig etwas unternehmen und klar Schiff machen in deinem Leben. Letztendlich wirst du dich auch viel, 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 viel wohler fühlen hinterher und für dich irgendwann sagen, auch das war der richtige Schritt. Du lebst ja wahrscheinlich komplett versteckt, ne? Es weiß niemand außer deinem Freund. Genau. Mhm.
Ich habe halt niemanden, mit dem ich darüber sprechen kann. Mhm. Und ich sehe das halt, wenn ich auch erst 42 bin, als meine letzte Chance, eine so gute Beziehung zu haben, denn die findet man nicht auf der Straße. Ja, natürlich. Genau, wenn du jetzt auch einen Mann gefunden hast, du liebst ihn auch sehr. Ja. Ja. Und er liebt dich auch sehr. Was für ein Glück, was für ein Glück. Warst du in der ganzen Zeit deiner Ehe, 17 Jahre, ist ja so eine lange Zeit, sexuell letztendlich auch unzufrieden? Ja. Und hast die Sexualität einfach nur so vollzogen mit deiner Frau? Genau. In Gedanken dann bei Männern? Nein, in Gedanken bei gar nichts. Du hast das einfach dann gemacht? Ja. Also, ich finde, sieh es als Glück, Schicksals für dich an, dass du diesen Mann gefunden hast und der dich jetzt, dass der dir jetzt die Pistole auf die Brust gesetzt hat. Handle jetzt, agiere jetzt. Geh jetzt den schweren Weg, den du erstmal gehen musst, aber letztendlich ist es der richtige Weg für dich und auch für alle Beteiligten. Alles Gute von Herzen. Ich danke dir. Auf Wiedersehen, Peter. Alles Gute für dich. Tschüss. Dankeschön. Tschüss. 0800 220 50 50. Unser Thema heute Nacht, das ist die letzte Chance. Und hier ist Brunn. Hallo Brunn. Ja, hallo, grüß dich, Dominik. Ein Mann. Ein Mann namens Brunn. Ja, genau. Hallo Brunn, und was geht es bei dir zu dem Thema, das ist die letzte Chance? Ja, bei mir geht es um meine Familie. Also meine Frau und meine vier Kinder. Mhm. Wir kennen uns jetzt seit 11 Jahren, meine Frau und ich, sind seit 97 sind wir zusammen verheiratet, haben vier Kinder und... Wie alt sind die so von... Meine Frau ist ganz einfach, dass meine Frau mir morgen das Ultimatum gestellt hat, dass ich zu gehen habe. Warum? Ja, also... Für morgen, sie hat gesagt, du sollst morgen gehen. Mhm, also sie hat mich schon öfters rausgeschmissen, also schon öfters die Koffer für die Tür gestellt und... Das, was sie immer gerne macht, sie sagt immer, es läge am Alkohol. Ich weiß nicht, ob es daran liegt. Ich bin der Meinung, nein. Weil ich habe also auch schon, ich war selber bei den AAs auch schon, ich habe also wirklich sehr viel, was das anbelangt, getan. Also anonyme Alkoholiker, Selbsthilfegruppe. Richtig, ich war dann auch auf Entzug, weil es hieß ja, ich brauche einen Entzug. Also ein Alkoholproblem ist schon da? Also wenn ich Probleme habe, ja. Dann trinke ich relativ gerne Alkohol, einfach aus dem Grund, es liegt daran, weil wenn ich den Alkohol dann konsumiere, kann ich relativ gut einschlafen. Mhm. Wenn ich also keinen Alkohol konsumiere und ich versuche dann abends mich ins Bett zu legen, dann kann ich überhaupt nicht mehr einschlafen. Wie viel Alkohol trinkst du denn dann zum Einschlafen? Ja, es gibt ja auch Tage, da trinke ich wirklich gar nichts. Aber wenn ich trinke, dann zu guten gern 3-4 Bier sind also weg. Mhm. Es kann aber auch natürlich auch mal ausarten, dass ich also mehr zu mir nehme. Mhm. Wie bist du denn dann drauf, wenn du mehr zu dir nimmst? Ich kann mich hinlegen und schlafen. Mhm. Problemlos. Mhm. Aber offensichtlich scheint das ja doch ein sehr großes Problem für deine Frau zu sein, wenn sie diesen gravierenden Schritt androht jetzt oder gegangen ist, dich rauszuschmeißen mit vier Kindern. Wie alt sind die Kinder? Von welchem Alter bis zu welchem Alter? Also die sind 4, 6, 8 und 11. Mhm. Das Hauptproblem, was ich eben habe, ich versuche meine Frau irgendwie klarzumachen, dass das Alkoholproblem nicht am Alkohol liegt, sondern das Problem liegt in unserer Beziehung. Sie spielt nämlich wahnsinnig gerne im Internet, auf so einer Seite Backgammon. Da ist auch super gut und macht auch überall, geht zu Treffen hin. Und da darf aber ich und die Kinder dürfen da gar nicht mit dabei sein. Da muss sie unbedingt alleine hin. Und das steht meiner Frau total im Weg. Und es geht schon so weit, dass meine Frau, wenn sie aufsteht, die geht ins Wohnzimmer, setzt sich an ihrem Computer und fängt an zu spielen. Mhm. Und bei mir ist es so, ich habe einen Internetradiosender aufgebaut. Mhm. Und habe da wirklich wahnsinnig viel zu tun, aber ich muss mich auch zum größten Teil um die Familie kümmern. Das Problem ist ganz einfach, ich versuche das meiner Frau klar zu machen, dass wenn sie mehr Zeit für mich hätte oder auch für die Familie hätte, dass also unsere Ehe durchaus noch einen Sinn hätte. Ja, aber, Moment, offensichtlich sind da ja doch zwei Problemfelder. Einmal das, was du beschrieben hast, dass deine Frau sich so verhält, wie du es gerade gesagt hast. Ja. Aber es gibt auf der anderen Seite ja auch diese Alkoholgeschichten. Richtig. Du sagst, das eine resultiert aus dem anderen. Ja. Dennoch ist das Alkoholproblem, ich nenne es jetzt mal ein Alkoholproblem, ist ja da. Ja, auf jeden Fall. Und sie, ich frage jetzt nochmal, sie begründet ihren Schritt, dass sie dich rausschmeißt. Kann sie dich einfach so rausschmeißen? Habt ihr nicht eine gemeinsame Wohnung? Oder wie? Nein, meine Frau hat sich also komplett abgesichert. Ich habe mehr oder weniger keinerlei Absicherung. Sie hat also, die Wohnung läuft auf ihren Namen. Mhm. Und es läuft auch
alles über sie. Mhm. Und sie hat ja auch alles. Ich will ja auch gar nichts ihr Böses, sondern im Gegenteil, ich verlange einfach bloß von meiner Frau, ich weiß ja auch, dass sie Dauerhörerin und Seherin ist von dir, mhm. Ich weiß auch, dass sie jetzt drüben im Wohnzimmer sitzt und dir zuguckt. Aha. Ich bin halt einfach ganz groß in der Hoffnung, dass sie uns einfach eine Chance gibt. Mhm. Dass sie sagt, okay, ich schnapp mir jetzt mein Männle. Er schaut zu, dass er eine Therapie macht. Es gibt ja auch ambulante Therapien. Aber dann, sie will ja nicht unbedingt, dass ich eine ambulante mache. Sie will definitiv, dass ich komplett hier rausgehe. Hm. Aber nochmal, mit welcher Begründung? Mit der Begründung, dass du deinen Alkohol nicht im Griff hast, oder was? Das ist ihre Begründung. Das ist ihre Begründung. Mhm. Ich bin aber wirklich definitiv der Meinung, ich sehe das als eine Ausrede. Ich sehe es als eine als eine Ausrede dafür, um den bequemeren Weg jetzt zu gehen. Ja, okay. Du könntest ja natürlich so ticken und sagen, pass mal auf, ich sehe das mit dem Alkohol irgendwie nicht so dramatisch, aber du, für dich ist es dramatisch. Ich respektiere das aber und verzichte gänzlich auf Alkohol. Dann hättest du ihr schon mal den Wind aus den Segeln genommen. Ja, das Problem ist ganz einfach, ich habe das ihr schon öfters versprochen. Mhm. Und es geht dann auch eine Zeit lang gut. Alkoholismus ist also wirklich eine sehr schwere Krankheit. Ja. Das geht eine Zeit lang gut, da trinke ich auch keinen Tropfen, ja. Aber es ändert sich bei uns nichts. Das heißt, wenn ich in der Zeit, wo ich es dann schaffe und es wirklich im Griff nehme, das Problem Alkohol, dann müsste normalerweise meine Frau zu mir stehen und müsste helfen. Mhm. Insofern, dass man merkt, es ändert sich auch in der Beziehung was. Also ich finde, ich höre da wirklich ständig zwei Problempunkte. Einmal dein Alkohol und die Unzufriedenheit, deine Unzufriedenheit in der Beziehung. Das eine ist dein Ding, das musst du alleine in die Hand nehmen. Du alleine kannst dafür sorgen, dass du keinen Alkohol mehr trinkst und dass Alkohol für dich keine Rolle mehr spielt. Das liegt in deiner Hand, indem du Initiative ergreifst. Das andere müsst ihr zusammen machen. Wenn sie dazu nicht bereit ist, wenn sie deine Unzufriedenheit nicht respektiert, nicht wahrnimmt, dann scheint sie offensichtlich auch nicht sehr interessiert an dir zu sein. Wenn sie die wahrnimmt, müsstet ihr beide zusammen euch Hilfe holen. Euch Hilfe holen von außen. Und das ist eben das, was ich auch versuche, ihr klarzumachen. Weil ich kann ja nur das eine Problem beheben, wenn ich erstmal jemanden habe, der auch hinter mir steht. Das heißt, ich brauche meine Familie, weil ich liebe. Nee, wälzt das mal nicht ab. Ich finde, ganz abgesehen von diesen Problemen, die du in der Ehe hast, solltest du den Weg gehen, dass du vom Alkohol wegkommst. Ja. Vielleicht hast du auch sehr oft deine Frau enttäuscht. Vielleicht ist sie auch völlig, völlig abgefuckt mittlerweile und hat gar keine Lust mehr, dir noch eine Chance und noch eine Chance zu geben. Deswegen, eigentlich liegt die Initiative, was den Alkohol anbelangt, definitiv bei dir und das darfst du nicht abhängig machen von irgendwelchen anderen Dingen, die noch passieren müssten. Ja. Nee, sie sagt halt auch vor allem zu mir, dass sie mich liebt über alles, aber sie, und zwar so sehr, dass sie von mir nicht wegkommt. Aber ich habe dann zu ihr gesagt, Mensch, ich versuche halt meiner Frau klarzumachen, das Problem Alkohol ist eine Sache, die wäre relativ einfach zu lösen. Ich gehe zum Arzt, ich lasse mir die Tabletten verschreiben und gehe auf eine Therapie. Mhm. Das wäre kein Problem. Ja, dann mach das doch. Aber sie sollte endlich mal auch lernen dann, oder sie soll mal klargemacht kriegen und so, dass es auch glaubt von einer dritten Person, dass man dazu auch die Hilfe seines Partners braucht. Ich brauche meine Frau als Hilfe. Sie muss mir auch zeigen, dass sich was ändert. Ja, aber ich sehe es aber trotzdem noch anders. Ich finde, dass du völlig losgelöst jetzt von deiner Frau, du dein Leben und deine Sucht selbst in die Hand nehmen musst. Und das musst du unter Beweis stellen. Vielleicht ist das sogar das beste Argument für deine Frau, wenn die merkt, der meint das wirklich ernst. Der macht das wirklich was, der geht in einen Entzug, der geht in eine Klinik oder was weiß ich alles. Das Hauptproblem, was halt bei mir spielt, ich war ja schon auf Entzug, war 5 Tage drinnen gewesen und meine Frau war dann schon so fix und fertig, ich wusste, da irgendwas stimmt mit ihr nicht. Mhm. Und dann kam heraus, dass sie mir also auch fremdgegangen war. Mhm. Und deswegen musste ich die Therapie dann abbrechen. Ich habe dann meiner Frau erstmal geholfen, weil die war fix und fertig. Die wollte eigentlich schon fast gar nicht mehr leben. Deswegen, weil sie den viel Schritt gemacht hat. Es hört sich ja wirklich an wie eine Karriere eines Alkoholikers, was du da erzählst. Ja, und ich habe Angst, wenn ich einfach wieder auf Therapie gehe, dass genau dann das Gleiche wieder passiert. Nein, das ist aber dann ihr Problem. Dann muss sie wiederum ihr Leben alleine in den Griff kriegen. So zieht ihr euch gegenseitig immer wieder runter und rein. Ich finde eigentlich den Schritt, nicht, dass die dich rausschmeißen soll, sondern den Schritt, dass du erstmal rausgehst und dich in Ordnung bringst. Das finde ich eine kluge und gute Überlegung. Und dann, wenn du stabil genug bist, dass ihr dann, wenn ihr beide euch immer noch liebt, dass ihr zusammen sagt, okay, jetzt holen wir unsere letzte Chance.
Wir holen uns Hilfe beim Paartherapeuten, beim Eheberater und bauen unser Leben neu auf. Ja, ich habe morgen um 12 Uhr Termin in der Klinik. Ich habe heute angerufen. Mhm. Gut, das ist doch schon mal ein Schritt. Aber es geht eben nicht alles zusammen und hin und her gewurstelt und der eine macht den Vorwurf da und die andere da. Das geht alles nicht. Mhm. Bring du dich in Ordnung. Das ist wirklich mein ganz großer Rat an dich. Werde ich machen. Wenn du möchtest, kannst du auch noch ein paar Worte mit meiner Psychologin sprechen. Das wäre lieb. Ja, es ist Heide heute Nacht. Du legst auf und Heide ruft an. Okay, alles klar, Domian, und danke nochmal dir. Ne? Alles Gute. Alles klar, tschüss. Dir auch. Tschüss. Hier ist Ludwig. Ludwig ist 47. Hallo, Ludwig. Ja, hallo. Hallo, mein Lieber. Grüß dich, Jürgen. Ja. Unser Thema. Die letzte Chance, ja. Die letzte Chance. Ja, kurzes Vorwort. Ich bin mir nicht sicher, ob ich heute meine letzte Chance verspielt habe. Mhm. Geschichte dazu. Ja. Ich bin liiert mit einer verheirateten Frau, mhm, seit 2 Jahren. Mhm. Da gibt es logischerweise auch einen Mann dazu, klar. Mhm. Es gibt auch ein Kind dazu. Ursprünglich war diese Beziehung eigentlich nur als Freundschaft geplant. Mhm. Hat sich allerdings dann doch nach wenigen Monaten zu einer richtigen Liebesbeziehung entwickelt. Du bist aber in keiner weiteren Beziehung. Nein, mhm, nein. Nein. Also auf Druck der Frau hin, sagen wir so. Wir fanden uns dann doch mehr als sympathisch. Mhm. Also sie hat mir gleich von vornherein gesagt, sie ist verheiratet, es gibt ein Kind. Sie möchte sich auch nicht trennen, mhm, also nicht scheiden lassen. Mhm. Das zieht sich jetzt über 2 Jahre hin. Innerhalb dieser 2 Jahre wurden viele Gespräche geführt, wie unglücklich sie mit dem Mann ist. Sie kommt mit dem nicht mehr zurecht. Mhm. Er gibt ihr nichts, sie können nicht miteinander reden. Er negiert alle Probleme, die sie anspricht. Mhm. Sie hat es wohl mehrfach getan, wie sie mir versichert hat. Und sie war dann immer todtraurig, wenn sie bei mir eingelaufen ist und mir das erzählt hat. Mhm. Dann habe ich gesagt, gut, dann müssen wir eine Lösung finden, um das Problem Heirat oder Scheidung zu lösen. Ja. Dann sagt sie, nein, ganz, ganz wichtig, das Kind darf nicht drunter leiden. Das Kind ist 14 Jahre alt. 14. 14. Mhm. Ja, und sie hat panische Angst, dass es fängt sofort dann an zu weinen, wenn wir dieses Thema angesprochen haben. Mhm. Das Kind darf nicht psychischen Schaden erleiden. Sie sagt aber, dass sie dich sehr liebt. Ja. Du sagst, dass du sie sehr liebst. Ja. Ja. Und ihr wirklich nicht nur eine sexuelle Beziehung habt, sondern dass es wirklich eine tiefe Liebesbeziehung ist. So kam es bisher rüber, die ganzen 2 Jahre. Jetzt hast du gesagt, ich habe heute vielleicht meine Chance verspielt. Was ist passiert? Okay, wir machen jeden Monat bei unserem Kennenlerntag so eine Art Candlelight-Dinner. Mhm, mh. Oder wir gehen ins Kino, oder wir gehen ins Theater, oder wir schenken uns etwas, also nicht nur einmal im Jahr, das wären jetzt erst nur 2 gewesen, sondern jeden Kennenlerntag im Monat. Mhm. Und letzte Woche war wieder so ein Tag, da haben wir dieses Candle, oder ich habe das Candlelight-Dinner reserviert, auf ihren Auftrag hin auch noch, also sie wollte das ganz bestimmt haben. Und während dem Essen merkte ich schon, sie ist halt nicht ganz so bei der Sache und ich wollte halt wissen, ob es ihr gut geht, schlecht geht und dann fängt sie nur an zu weinen. Mhm. Ist also völlig in sich zusammengebrochen im Lokal. Das war vorige Woche? Das war letzte Woche, ja. Jetzt hast du aber heute. Bei diesem Candlelight, ja. Ja. Ich wollte nur kurz die Brücke spannen. Mhm. Wir haben das Lokal verlassen, das Candlelight-Dinner wurde abgebrochen, aber ich wusste noch nicht so recht, was der Hintergrund dieser Auflösung war. Mhm. Ich habe sie dann gebeten, am jetzt letzten Samstag uns nochmal zu treffen, damit wir das Ganze ausdiskutieren können. Mhm. Sie kam dann auch, allerdings mit einer Freundin. Mhm. Wir konnten dann wieder nicht reden. Also das war mir etwas suspekt. Ja. Das Ganze ist dann natürlich in ein Streitgespräch ausgeartet, warum wir nicht alleine unter 4 Augen reden können. Ja. Soweit die Vorgeschichte. Ich will wissen, was heute passiert ist. Pass acht, ich mache jetzt nur den Bogen ganz schnell. Wir haben uns dann verabschiedet, beide unter 4 Augen, waren auch noch sehr zärtlich zueinander und haben dann von Samstag auf Sonntagnacht, also vorgestern,
Gemailt ohne Ende, also SMS und Mails geschrieben ohne Ende. Okay. Mhm. Ja. Hintergrund war, ich habe an diesem Samstag, wo sie diese Freundin mitgebracht hat, erfahren, sie wird heute mit ihrem Mann in Urlaub fahren. Mhm. Also mit dem Kind auch. Ja. So, jetzt hast du heute irgendetwas getan, wovon, jetzt spannen wir den Bogen mal nicht weiter, sondern du sagst mir jetzt genau, was heute passiert ist. Heute ist nichts mehr viel passiert. Naja, du hast gerade... Am Sonntagmorgen ist viel passiert. Naja, du hast gesagt, du hast heute vielleicht die letzte Chance vertan. Was ja, ist denn... Ja, ich habe am Sonntag vielleicht die letzte Chance vertan, etwas gut zu machen oder etwas richtig zu machen. Wir haben natürlich uns gestritten ohne Ende. Mhm. So laut war sie noch nie zu mir, wie an diesem Sonntagmorgen. Ja. Obwohl wir die ganze Nacht gemailt haben. Ach so, das heißt also, ihr seid jetzt im Streit, ist sie jetzt weggefahren. So sieht es aus. Und du hast vielleicht die letzte Chance, deshalb sagtest du das, weil sie heute in Urlaub gefahren ich ist. Ich habe sie am Sonntagmorgen noch gebeten um Entschuldigung, dass ich sie so hart angegangen bin, weil sie auch gesagt hat, ich habe dir erzählt, ich lasse mich erstmal nicht scheiden. Mhm. Ich will nicht da also, raus. Also der Streit ist dann auch eskaliert auf wegen des Urlaubes, den sie mir vorher nicht erzählt hat. Ah. Also, und nun ist sie weg. Nun ist sie heute gefahren. So sieht's aus, ja. Wie lange ist sie weg? So wie es aussieht, 3 Wochen. Mhm. 3 Wochen. Mhm. Gab es das schon mal in diesen zwei Jahren? Noch keinmal. Mhm. Nein. Jetzt sitzt du da zitternd und bangst, dass du das vielleicht kaputt gemacht hast. Ich habe das vielleicht am Sonntagmorgen kaputt gemacht, weil ich bei ihr zu Hause angerufen habe. Dort ist der Mann natürlich auch anwesend gewesen, der kennt mich aber nicht. Mhm. Und sie hat immer nur gesagt, lass uns das immer alles unter 4 Augen regeln, obwohl die Tochter kenne ich auch, also mit der bin ich also auch gut befreundet. War denn der Mann am Telefon? Der war ganz kurz dran, ja, nur um das Gespräch entgegenzunehmen. Ja, und hat der denn irgendwie mitbekommen dann, was sie am Telefon gesagt hat? Das weiß ich nicht. Aber du hast sie natürlich in eine unangenehme Situation gebracht. Da hat ein Typ angerufen für sie, ne, und so weiter. Jetzt darf ich noch eins zum Abschluss sagen, bei diesem Gespräch... Bei diesem Telefongespräch am Sonntagmorgen sagt sie mir wörtlich, du bist ein Idiot, warum tust du das? Ich habe gestern Abend mit meinem Mann gesprochen, ich werde ihn verlassen. Ach. Was fange ich damit an? Also Samstagabend sollte dieses Gespräch stattgefunden haben. Am Sonntagmorgen habe ich mit ihr telefoniert und dann war sie so echauffiert. Mhm. Aber dann verstehe ich wiederum nicht, dass sie gesagt hat, du bist ein Idiot, wenn sie es sowieso ihr Mann schon gesagt hat, dass sie ihn verlässt. Und dann verstehe ich auch nicht, warum sie mit ihm in Urlaub fährt. Das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Mhm. Wie ehrlich kann ich diese Frage nehmen? Das in weiß all ich. Diesen 2 Jahren ist das so nie passiert. Ja, also sie hat mir immer erzählt, was sie mit der Familie macht und auch wenn der Mann dabei war oder so, das war alles geklärt. Also, jetzt ist sie weg und sie ist wahrscheinlich 3 Wochen weg. Bist du denn sicher, dass sie gefahren ist? Dann hätte sie mich ja schon wieder angelogen. Also sie sagte heute, ich habe heute nochmal versucht, gestern, wir sind ja schon heute Morgen, gestern Abend habe ich nochmal sie angemailt und habe gesagt, ich möchte mich nochmal für alles entschuldigen. Mhm. Dann sagt sie noch zu mir, du musst dich nicht bei mir entschuldigen, aber ich bin im Stress, ich fahre gerade an den Flughafen und checke ein. Mhm. So, Ludwig, bald. Jetzt bleibt dir gar nichts anderes übrig, als Stille zu sein und Stille zu halten. Entweder ist sie weg oder sie ist nicht weg oder sie kommt früher wieder und wenn sie nach 3 Wochen wiederkommt, dann ist sie halt erst dann wieder da. Und dann muss die Initiative wieder von ihr ausgehen, finde ich. Du kannst gar nichts machen im Moment, gar nichts. Ist alles sehr verwurstelt und alles blöd gelaufen. Wenn sie es ihm wirklich gesagt hat, wäre das ja spektakulär. Ja. Absolut. Würdest du mit deiner Freundin oder deinem Freund in Urlaub fahren, wenn du gerade 2 Tage vorher ihm gesagt hast? Deswegen glaube ich das letztendlich auch gar nicht so richtig. Aber wer weiß, vielleicht fahren sie nochmal in Urlaub, um nochmal zu reden und da blickt man ja nicht hinter, um nochmal alles irgendwie aufzuarbeiten. Ich weiß es nicht. Ich würde in den Dingen an deiner Stelle jetzt erstmal den Lauf lassen. Nichts tun, nicht anrufen, bloß nicht simsen oder weiß ich was. Einfach abwarten. Auch nicht am Geburtstag. Sie hat nächste Woche Geburtstag während der Urlaubszeit. Auch da keinen Geburtstagsgruß. Ja, hat sie ein Handy? Ja, natürlich. Ja, dann schick ihr eine SMS, aber ruf nicht an. Ja. Das ist dezenter. Dann kann sie ja, das ist sogar, glaube ich, sehr gut, dann kann sie noch darauf wieder reagieren. Wenn du sie anrufst, weißt du nicht, in welcher Situation sie gerade ist und so weiter. Schick ihr eine freundliche, eine nette SMS und warte ab, was passiert. Und wir hoffen, dass sich das Ganze gut fügt für
Für euch zumindest, für alle Beteiligten. Ja, sonst ist ja die ganze Arbeit umsonst gewesen. Ja. In 2 Jahren. Ja, dann, wir man wollen, möchte ja mit Ehren und Vertrauen und mit ja, wir wollen, Liebe aufeinander zugehen. Ja, wir wollen das auch nicht Arbeit nennen, ne? Die 2 Jahre. Habe ich mich jetzt eben falsch ausgedrückt, ja. Ist es war Liebe, es war Liebe, ist raus, Jürgen. Raus, es war Liebe. Also, gratuliere zum Geburtstag, sehr freundlich, ja. Sehr nett, nicht fordernd, nicht beleidigt, ganz netten, freundlichen Geburtstagsgruß. Ja. Und warte ab, was dann kommt. Es wird schon was kommen, ich bin sicher. Und diese Aussage von Samstagabend nicht in Frage stellen, erstmal hat sie es ihm gesagt, hat sie nicht, also gar nicht. Ich würde in der SMS nachfragen. Gar nichts. Sei einfach ein ganz freundlicher Gratulant. Und da wird schon was kommen. Ihr seid jetzt 2 Jahre ineinander verhakt, das wird schon weitergehen, das Ganze. Ich drück die Daumen. Dein Wort in Gottes Ohr, Jürgen. Ja? Lieber Ludwig, alles Gute von Herzen. Ich danke dir. Auf Wiederhören. Jo. Tschüss. Spaß noch. Jo. Danke. Ciao. Das ist die letzte Chance, so heißt unser Thema heute Nacht. Und wenn ihr mir davon erzählen wollt, wenn ihr eine letzte Chance jemandem gegeben habt, oder wenn euch jemand eine letzte Chance gegeben hat, dann könnt ihr anrufen, wenn ihr Lust habt, mit mir darüber zu sprechen. Telefonnummer 0800 220 50 50 oder meldet mir unter domian@wdr.de. Übrigens, ab nächste Woche Samstag, also nicht diesen Samstag, sondern nächste Woche Samstag, 23. gibt es Domian, gibt es uns auch immer samstags im WDR-Fernsehen, ungefähr um 23.30 Uhr. Und dann werden wir immer samstags einen prominenten Gast hier bei mir haben. Und dieser Gast stellt sich dann euch den Zuschauern und euch den Anrufern. Und ihr könnt anrufen und den prominenten Gast fragen, was ihr ihn immer schon mal fragen wolltet. Und wir fangen an nächste Woche Samstag mit Arabella Kiesbauer. Nächste Woche Samstag, 23. Oktober um 23.30 Uhr, 23:30, abends im WDR-Fernsehen. Marcel, 26 Jahre alt. Guten Morgen. Hallo Domian. Ja, hallo Marcel. Zum Thema, das ist die letzte Chance, möchte ich sagen, dass ich mein Leben im Augenblick als das bezeichne, was man so allgemein als die letzte Chance bezeichnet. Mhm. Ich bin vor 4 Monaten aus einer 5-jährigen Haftstrafe entlassen worden. Mhm. Und ich merke, dass mein Leben seitdem auf jeden Fall krass anders ist, als es vorher jemals war. Du warst 5 Jahre im Knast. Ja, genau. Warum? Ich war früher ein großer Ganove. Ich bin verurteilt worden wegen Raub und Betrug und bin dann mit meinem 21. Lebensjahr zum zweiten Mal inhaftiert worden. Es waren halt dann, war es eine Verurteilung zu 5 Jahren. Mhm. War vorher schon mal in einem Jugendgefängnis. Mhm. Das fruchtete wohl aber nicht so. Aber diese 5-jährige Haftstrafe hat mich auf jeden Fall ausreichend beeindruckt. Ja. Führte zu krassen Veränderungen, wahrscheinlich auch, weil ich mich da drinnen sehr viel mit mir selbst auseinandergesetzt habe und beschäftigt habe. Hast du in dem Knast Hilfe gehabt? Gab es da Leute, Psychologen oder Freunde sogar, die dich irgendwie beeinflusst haben? Ja, die gab es auf die jeden Fall. Es. Mhm. Ja, hast du was gelernt im Knast auch? Ja, auf jeden Fall. Nee, ich meine, auch was, einen Job, einen Beruf? Ja, ich habe eine Ausbildung versucht zu absolvieren in der JVA, aber ich habe die leider wieder abgebrochen, weil sie mir überhaupt nicht lag. Das war ein schwer handwerklicher Beruf zum Metallbauer. Mhm. Und da hatte ich nicht wirklich viel Freude dran, habe das dann wieder abgebrochen. Habe aber wenigstens geschafft, in der JVA meine Schule zu Ende zu machen. Nämlich? Immerhin, ja. Ich habe die Schule irgendwann mal abgebrochen nach der 9. Klasse. Aber in der JVA habe ich dann wenigstens... Also einen Hauptschulabschluss gemacht. Realschulabschluss. Erweitert sogar. Sehr gut, ja. Sehr gut. Ja. Was würdest du denn sagen? Du warst ein Ganove vorher, hast auch schon eine entsprechende Karriere hinter dir in deinen jungen Jahren. Was würdest du denn sagen, in welcher Form du dich jetzt verändert hast in den 5 Jahren? Verändert habe ich mich in der Form, dass ich zum Beispiel heute sehr große Freude daran habe, spazieren zu gehen. Solche Sachen habe ich früher überhaupt nicht beachtet. Ich gehe spazieren, schau hoch zum Himmel und merke zum ersten Mal, dass es mir gut geht. So, weißt du, ich gehe durch irgendeinen Park und sehe da auf einer Wiese eine Gänseblume und da geht mir echt einer bei ab, so, weil ich mich da stundenlang drüber freuen kann. Und viele meiner Freunde sagen, ey, das ist voll nicht normal, irgendwie, du bist so anders geworden. Wie kommt denn dieser Wandel, wenn du so ein hartgesottener Knacki vorher warst und jetzt jemand, der so die Welt und das Leben empfindet, wie kommt das? Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich waren zu viele buddhistische Bücher in der JVA. Ich habe keine Ahnung. Ah ja. Aber das hat mich alles sehr geprägt. Ich habe mich viel mit Philosophie beschäftigt, weil dann auch immer so die Frage im Raum stand, wer bin ich überhaupt? Ich meine, das ist ja nur auch nicht jedermanns Sache, sich mit Buddhismus zu beschäftigen. Wer hat dich denn da darauf gestoßen? Also es gab in der JVA einen Pfarrer, zu dem ich heute noch Kontakt habe, ein sehr junger Pfarrer. Und ich glaube, er war so dieser wesentliche Punkt irgendwie, das
bei mir so ein Denkprozess irgendwann einsetzt. Wie urteilst du jetzt heute über das Leben, was du früher geführt hast? Da fehlen mir die Worte. Ich habe viel erlebt. Ich möchte diese Zeit auch nicht missen, weil sie hat irgendwie auch dazu beigetragen, dass ich heute das bin, was ich bin. Mhm. Aber ich möchte die Zeit nie wieder haben, auf jeden Fall. Wie beurteilst du dein Handeln und deine Taten, für die du verantwortlich zeichnest, in dieser vergangenen Zeit? Ich hätte es nicht besser wissen können, glaube ich, damals. Sehr philosophische Antwort. Von der heutigen Warte aus gesehen, verurteilst du dieses Handeln? Ja, auf jeden Fall. Und hast heute andere Wertmaßstäbe und andere Werte als damals? Genau. So kann man sagen. Damals zum Beispiel, was ganz krass war, ich war damals jemand, der wirklich glaubte und fest davon überzeugt war, dass ich als Mensch nur einen Wert habe, wenn ich die Tasche voller Geld habe. Heute sehe ich das natürlich nicht mehr so und bin auch froh, dass ich das abgelegt habe. Was ist dir heute das Wichtigste im Leben? Glücklich sein, früh aufzuwachen und lächeln. Glücklich sein sagen natürlich alle Leute und da versteht jeder etwas anderes drunter. Du sagst aufzuwachen und lächeln. Ja, weißt du, es macht viel aus. Schau, ich verlasse das Haus irgendwie und gehe zum Bäcker und kaufe mir ein Brötchen. Und die Verkäuferin ist wahnsinnig nett zu mir. Oftmals sage ich mir dann irgendwie, warum habe ich sowas früher nie gesehen? Und warum hab ich nicht das gefühlt, was ich heute fühle, wenn mich Menschen anlächeln? Was ist dir heute der wichtigste Wert in deinem Leben? Der wichtigste Wert in meinem Leben, ich habe einen Sohn, ich glaube, das hat einen ganz großen Wert für mich irgendwie und ich möchte ihm irgendwann ein wirkliches Vorbild sein. Das bin ich im Augenblick noch nicht, aber ich will dahin kommen, dass ich ihm ein Vorbild bin. Das ist ein gutes Trotz Ziel. Trotz meiner Vergangenheit. Ja. Früher wärst du es nicht gewesen. Nee, auf gar keinen Fall. Jetzt sagst du, ich bin jetzt, was hast du gerade gesagt, ich bin 4 Monate aus dem Knast raus. Ja. Und empfinde das jetzt als meine letzte Chance. Erklär es mir noch ein bisschen genauer. Also ich habe in der LVA habe ich ja viele Leute kennengelernt und auch viele Leute, die schon sehr lange sitzen und auch immer wieder mal sitzen. Und irgendwie habe ich da drin, meine Einschätzung ist, wer wirklich erst 3-4 Mal eine längere Haftstrafe verbüßt hat, für den ist es wirklich sehr, sehr schwer, jemals wieder ein geregeltes Leben führen zu können. Und ich hatte immer sehr große Angst davor, dass ich irgendwann auch zu diesen Leuten gehöre. Zu diesen Leuten, die halt immer wieder zeitweise in irgendwelchen JVAs einsitzen. Ja. Und deshalb begreife ich das, was ich im Augenblick gerade erlebe, als meine letzte Chance. Die letzte Chance, Fuß zu fassen in einem für dich guten und normalen Leben. Genau. Ja. Wie stellst du dir jetzt das Leben vor? Du hast noch keine Berufsausbildung. Wie möchtest du arbeiten? Von was möchtest du leben? Also im Moment lebe ich davon, dass ich nachts in der Gastronomie kochen gehe. Ja, immerhin, du hast schon einen Job. Ich habe einen Job, ja. Der macht zwar allerdings nicht wirklich viel Freude. Mit dem erweiterten Realschulabschluss kann ich demnächst eine Ausbildung beginnen zum Erzieher. Und schau einfach mal, ob es dann später vielleicht auch nach der Ausbildung die Möglichkeit gibt, Sozialpädagogik zu studieren. Das ist natürlich ein tolles Ziel und dafür lohnt es sich ja dann auch, vielleicht jetzt anfangs mal irgendwelche blöden Jobs zu machen, wenn man das vor Augen hat, wohin man will. Genau. Ja. Du sagst, du hast ein Kind. Wie alt ist das Kind? 7 Jahre. 7 Jahre. Hast du auch eine Freundin? Bist du mit der Mutter des Kindes zusammen oder lebt ihr getrennt? Wir leben getrennt. Also wir haben uns getrennt, als es damals zu der Inhaftierung kam und als klar war, dass ich 5 Jahre verbüßen muss, haben wir uns getrennt. Aufgrund deines Wandels, du hast gesagt, du hast buddhistische Bücher gelesen und dich mit philosophischen Fragen beschäftigt, lehnst du heute jegliche Gewaltanwendung ab? Ja, auf jeden Fall. Ja. Und das Materielle, so habe ich es gerade rausgehört, ist für dich auch nicht mehr so wichtig? Nee, ist auch nicht, weil ich hab gelernt, dass man Besitz, den kann man halt verlieren irgendwie und der ist überhaupt nicht wichtig. Da, zum Beispiel haben oder sein fällt mir da gerade ein irgendwie und das ist mir auch wichtig, dass ich als Person irgendwie an mir ständig arbeite. Wenn man so im Knast draufkommt, was ich ganz toll finde und ich gratuliere dir, dass du, ich beglückwünsche dich, dass du so einen Weg hast einschlagen können, aus welchen Fügungen auch immer. Aber wenn man im Knast so draufkommt, wird man da von den anderen ein bisschen belächelt als Weichei? Ja, auf jeden Fall. Also es ist nicht immer einfach. Das ist auch wirklich so, man muss sich da drin oftmals auch verstellen, den anderen gegenüber. Und da gibt's halt auch Leute, die das merken, dass man in Wirklichkeit ja doch anders drauf ist. Und ja, die belächeln das. Das stimmt schon. Das ist nicht wirklich einfach. Ja, glaub. Aber stärkt mich auch ungemein. Heute, wo es vorbei ist, sage ich, ja, ich bin meiner Linie dann doch irgendwann treu geblieben. Nur ist ja immer ein großes Problem für Leute, die lange im Knast waren, wenn sie rauskommen. Wie baue ich einen neuen Kreis auf?
Und da ist die Gefahr, dass man vielleicht wieder in alte Kontakte reinrutscht, die einen wieder in das alte Leben hineinziehen. Mhm. Wie ist das bei dir? Also bei mir ist es so, dass ich mich von meinem Ort, an dem ich früher gewohnt habe, komplett entfernt habe. Ich wohne jetzt viele hundert Kilometer entfernt. Mhm. Habe in den 4 Monaten erstaunlicherweise sogar einen großen Freundeskreis mehr aufbauen können. Mhm. Alle seriöse Leute, da ist keiner, der irgendwie krumme Touren macht. Von solchen Leuten halte ich mich auch strikt fern, wenn ich merke, das sind so Leute, die so nebenher irgendwie was am Laufen haben, was so nicht gesetzestreu ist. Von denen entferne ich mich auch ganz schnell wieder, weil ich oftmals auch glaube, dass ich noch zu labil bin, was das angeht. Deshalb halte ich lieber Abstand von solchen Leuten. Mhm. Ich will da einfach nie wieder hin und das ist klar irgendwie. Und deshalb glaube ich, wird es mir auch nie wieder passieren. Mhm. Sagst du den Leuten, mit denen du jetzt Kontakt hast, was für eine Vergangenheit du hinter dir hast? Den meisten, ja. Ja. Auch deinen Arbeitgeber, wo du da jobbst? Ja. Wie sind die Reaktionen der Leute? Die haben, glaube ich, Respekt vor mir. Also die sind erstaunt darüber, dass ich mit meiner eigenen Vergangenheit so offen und ehrlich umgehen kann. Mhm. Trotzdem sie nicht wirklich schön ist und mir oft auch sehr peinlich ist. Aber ich finde, dass du einen tollen Weg eingeschlagen hast, Marcel. Ich beglückwünsche dich nochmal dazu und wünsche dir wirklich alles, alles Gute, dass du das schaffst. Ich bin sicher, dass du schaffen wirst, dahin zu kommen, wo du hin möchtest. Alles Liebe. Ich wünsche dir auch. Dankeschön, tschüss. Ciao, ciao. Und hier ist Stefan. Stefan ist 43 Jahre alt. Hallo Stefan. Hallo. Oh Stefan, ich sehe gerade, ich habe mich ein bisschen in der Zeit vertan. Wir haben nicht mehr lange damit zu reden. Das hat man mir schon gesagt. Es geht um Folgendes, Domian. Also bei mir ist es Folgendes, es geht um mich persönlich. Mhm. Und zwar, ich habe seit Geburt an eine Darmlähmung und man wollte mir mit 10 Jahren einen künstlichen Darmausgang, sagen wir mal, verpassen. Da habe ich gesagt, nein. Solange wie es noch geht, möchte ich bitte, dass das auf natürlichem Wege ist. Mhm. Mittlerweile bin ich 43 und man hat diagnostiziert, dass ich also um einen künstlichen Darmausgang nicht herumkomme. Mhm. Ja. Und das wäre dann meine letzte Chance, weil sonst würde ich wahrscheinlich früher versterben, als ich ja nicht wollte. Ach so. Das Problem ist, ich habe jetzt, sagen wir mal, jahrelang dafür gekämpft und glaube dieser ganzen Sache nicht so ganz. Mhm. Also glaubst du dir einfach, verstehst du den Sinn? Jahrelang habe ich gegen diese Sache gearbeitet und jetzt sagt man eben halt, verstehe. Hast du denn, geht nicht weiter. Hast du denn mehrere Ärzteurteile eingeholt? Ich habe 2 Ärzte, ja. Ich bin bei 2 Ärzten gewesen und beide sagen beide das Gleiche gesagt. Dann wenn ich an deiner Stelle mit so einer Geschichte im Hintergrund und auch so einer verständlicherweise, so einer Aversion dagegen, würde ich auch noch einen dritten Arzt, eine dritte Arztmeinung einbeziehen. Auf der anderen Seite muss ich sagen, ich bin glücklich verheiratet, bin auch zufrieden und wir haben da eigentlich keine großen Probleme und Weißt du, Stefan, und selbst wenn es dann darauf hinausläuft, das ist natürlich keine einfache Sache. Aber wenn es dein Leben rettet, ist es dann eben auch dein Weg. Und es gibt so viele Menschen mit künstlichen Ausgängen, die wunderbar ihren Alltag organisiert bekommen und auch sehr gut leben. Dann müsste man das vielleicht auch hinnehmen. Das ist leicht gesagt von außen und das gesunder, ich weiß. Aber ich würde an der Stelle wirklich nochmal einen anderen Arzt hinzuziehen, der das wirklich richtig beurteilen kann. Und dann es dann aber auch machen lassen. Ja, weil das Problem ist, ich bin persönlich in so einem Zwiespalt, nicht? Habe, wie gesagt, auf der einen Seite jahrelang dagegen gekämpft und jetzt sich diese vernichtende Hand vor. Ja, aber vielleicht ist irgendwann wirklich dann auch der Punkt gekommen, wo es dann auch medizinisch nicht mehr geht. Das kann ich ja nun überhaupt nicht beurteilen. Ja, sicher, das ist richtig. Nur, wie gesagt, das macht mich ziemlich fertig. Verstehe ich, jetzt ist die Sendung gleich rum, aber wir rufen dich gleich nochmal an. Legst du bitte auf und wir melden uns gleich nochmal. Ja, danke. Okay, tschüss. In der Technik waren Malte E-Mails. Morgen sind wir wieder da. 1 Uhr Radio 1 Live, 1 Uhr wieder Fernsehen. Ich wünsche euch eine gute Nacht, eine schöne Nacht. Bis dann. Tschüss. 2 Uhr. Essen. Die Geschäftsführung von Karlstadt Quelle hofft auf eine Einigung mit den Arbeitnehmern spätestens.